EA Pop Productions. EA Pop Productions liest Sagen des klassischen Altertums, gesammelt von Gustav Schwab. Die Argonautensage. Heute letzte Abenteuer der Helden. Wieder waren sie an mancherlei Ufern und Inseln vorübergesegelt, und schon erblickten sie in der Ferne die heimische Küste des Pelopslandes, als ein grausamer Nordsturm das Schiff erfasste und mitten durchs libysche Meer 9 volle Tage und Nächte auf ungewissem Pfade dahinjagte. Endlich wurden sie an das Sandwüstenufer der afrikanischen Syrten verschlagen, in eine Bucht, deren Gewässer mit dichtem Seegras und trägem Schaume bedeckt, wie ein Sumpf in starrer Ruhe brütete. Ringsherum breiteten sich Sandflächen aus, auf denen kein Tier, kein Vogel sichtbar ward. Hier wurde das Schiff von der Flut so dicht aufs Gestade geschwemmt, dass der Kiel ganz auf dem Sande aufsaß. Mit Schrecken sprangen die Helden aus dem Schiff, und mit Entsetzen erblickten sie den breiten Erdrücken, der sich, der Luft ähnlich, ohne Abwechslung ins Unendliche ausdehnte. Kein Wasserquell, kein Pfad, kein Hirtenhof zeigte sich. Alles ruhte in totem Schweigen. »Wehe uns! Wie heißt dieses Land? Wohin haben uns die Stürme verschlagen?« So fragten einander die Genossen. »Wären wir doch lieber mitten in die schwimmenden Felsen hineingefahren, hätten wir lieber gegen des Zeus Willen etwas unternommen und wären in einem großen Versuch untergegangen.« »Ja«, sagte der Steuermann Ankarios, »die Flut hat uns sitzen lassen und wird uns nicht wieder abholen. Alle Hoffnung der Fahrt und Heimkehr ist abgeschnitten. Steuere, wer da will und kann.« Damit ließ er das Steuerruder aus der Hand gleiten und setzte sich weinend im Schiffe nieder. Wie Männer in einer verpesteten Stadt untätig, Gespenstern gleich, dem Verderben entgegensehen, so trauerten die Helden, dem öden Ufer entlang schleichend. Als der Abend gekommen war, gaben sie einander traurig die Hände zum Abschied, warfen sich, ohne Nahrung genommen zu haben, der eine da, der andere dort im Sande nieder und erwarteten in ihre Mäntel gehüllt eine schlaflose Nacht hindurch, den Tag und den Tod. Auf einer anderen Seite seufzten die phaiakischen Jungfrauen, welche Medea vom König Alkinos zum Geschenk bekommen hatte, um ihre Herrin gedrängt. Sie stöhnten wie sterbende Schwäne, ihren letzten Gesang in die Lüfte verhauchend. Und gewiß wären sie alle, Männer und Frauen, untergegangen, ohne dass jemand sie betrauert hätte, wenn sich nicht die Beherrscherinnen Libyens, welche 3 Halbgöttinnen waren, ihrer erbarmt hätten. Diese erschienen, mit Ziegenfellen vom Hals bis an die Knöchel bedeckt, um die heiße Mittagsstunde dem Jason und zogen ihm den Mantel, mit dem er sein Haupt bedeckt hatte, leise von den Schläfen. Erschrocken sprang er auf und wandte den Blick voll Ehrfurcht von den Göttinnen ab. »Unglücklicher«, sprachen sie, »wir kennen alle deine Mühsale, aber trauere nicht länger. Wenn die Meeresgöttin den Wagen des Poseidon losgeschirret hat, so zollet eurer Mutter Dank, die euch lange im Leib getragen hat. Dann möget ihr ins glückselige Griechenland zurückkehren.« Die Göttinnen verschwanden, und Jason erzählte seinen Genossen das tröstliche, doch rätselhafte Orakel. Während alle sich noch darüber staunend besannen, ereignete sich ein ebenso seltsames Wunderzeichen. Ein ungeheures Meerpferd, dem von beiden Seiten goldene Mähnen über den Nacken wallten, sprang vom Meer ans Land und schüttelte den Wasserschaum ab, der von ihm stäubte wie mit Windesflügeln. Freudig erhob jetzt der Held Peleus seine Stimme und rief: »Die eine Hälfte des Rätselwortes ist erfüllt. Die Meeresgöttin hat ihren Wagen abgeschirrt, den dieses Ross gezogen hat. Die Mutter aber, die uns lange im Leib getragen, das ist unser Schiff Argo. Dem sollen wir jetzt den schuldigen Dank bezahlen. Lasst es uns auf unsere Schultern nehmen und über den Sand hintragen, den Spuren des Meerespferdes nach. Dieses wird ja nicht in den Boden schlüpfen, sondern uns den Weg zu irgendeinem Stapelplatz zeigen.« Gesagt, getan. Die Göttersöhne nahmen das Schiff auf ihre Schultern und seufzten 12 Tage und 12 Nächte wandernd unter der Last. Immer ging es über öde, wasserlose Sandflächen hin. Hätte sie ein Gott nicht gestärkt, sie wären am ersten Tage erlegen. So aber kamen sie endlich glücklich an die tritonische Meeresbucht. Hier legten sie es von den Schultern nieder und suchten, vom Durste gepeinigt, wie wütende Hunde nach einem Quell. Unterwegs begegnete der Sänger Orpheus den Hesperiden,
den lieblich singenden Nymphen, welche auf dem heiligen Felde saßen, wo der Drache Ladon die goldenen Äpfel gehütet hatte. Diese flehte der Sänger an, den Schmachtenden eine Wasserquelle zu zeigen. Die Nymphen erbarmten sich, und die vornehmste unter ihnen, Heikle, fing an zu erzählen. »Gewiß ist der kühne Räuber, der gestern hier erschienen ist, dem Drachen das Leben und uns die goldenen Äpfel genommen hat, euch zum Heile erschienen, ihr Fremdlinge. Es war ein wilder Mann. Seine Augen funkelten unter der zornigen Stirn. Eine rohe Löwenhaut hing ihm über die Schultern. In der Hand trug er einen Ölzweig und die Pfeile, mit welchen er das Ungeheuer erlegt hat. Auch er kam durstig von der Sandwüste her. Da er nirgends Wasser fand, stieß er mit seiner Ferse an einen Felsen. Wie von einem Zauberschlag entfloß diesem reichliches Wasser, und der schreckliche Mann legte sich bis an die Brust auf den Boden, stemmte sich mit beiden Händen an die Felsen und trank nach Herzenslust, bis er wie ein gesättigter Stier sich auf die Erde legte. So sprach Eikle und zeigte ihnen den Felsquell, um den bald alle Helden sich drängten. Der erfrischende Trunk machte sie wieder fröhlich, und »Wahrlich«, sprach einer, nachdem er die brennenden Lippen noch einmal genetzt, »auch getrennt von uns hat Herakles seine Genossen noch gerettet. Möchten wir ihm doch auf unserer ferneren Wanderung noch begegnen?« So machten sie sich auf, der eine da, der andere dorthin, den Helden zu suchen. Als sie wieder zurückgekommen waren, glaubte ihnen nur der scharfblickende Lynceus von ferne gesehen zu haben, aber nur etwa so, wie ein Bauer den Neumond hinter Wolken erblickt zu haben meint, und er versicherte, dass niemand den Schweifenden erreichen werde. Endlich, nachdem sie durch unglückliche Zufälle zwei Genossen verloren und betrauert hatten, bestiegen sie das Schiff wieder. Lange suchten sie vergebens, an der tritonischen Bucht in die offene See zu gelangen. Der Wind blies ihnen entgegen, und das Schiff kreuzte unruhig in dem Hafen hin und her wie eine Schlange, die vergebens aus ihrem Versteck hervorzudringen strebt und zischend mit funkelnden Augen ihr Haupt da und dorthin kehrt. Auf den Rat des Sehers Orpheus stiegen sie daher noch einmal ans Land und weihten den einheimischen Göttern den größten Opfertreifuß, den sie im Schiffe besaßen und den sie am Gestade zurückließen. Auf dem Rückwege begegnete ihnen der Meeresgott Triton in Jünglingsgestalt. Er hob eine Erdscholle vom Boden auf und reichte sie als Zeichen der Gastfreundschaft dem Helden Euphemos, der sie in seinem Busen barg. »Mich hat der Vater«, sprach der Meergott, »zum Beschirmer dieser Meergegend gesetzt. Seht, dort, wo das Wasser schwarz aus der Tiefe sprudelt, dort ist der schmale Ausweg aus der Bucht ins offene Meer. Dorthin rudert. Guten Wind will ich euch schicken. Dann seid ihr nicht mehr ferne von der Pelopsinsel.« Lustig stiegen sie ins Schiff. Triton nahm den Dreifuß auf die Schulter und verschwand damit in den Fluten. Nun kamen sie, nach einer Fahrt von wenigen Tagen, unangefochten nach der Felseninsel Karpathos und wollten von da nach dem herrlichen Eilande Kreta hinüberschiffen. Der Wächter dieser Insel war aber der schreckliche Riese Talos. Er war allein noch übrig aus dem ehernen Geschlecht der Menschen, welche einst aus Buchen entsprossen waren, und Zeus hatte ihn Europa als Schwellenhüter geschenkt, dass er dreimal des Tages mit seinen ehernen Füßen die Runde auf der Insel machen sollte. Dieser war am ganzen Leibe von Erz und deswegen unverwundbar. Nur an einem Knöchel hatte er eine fleischerne Sehne und eine Ader, darin Blut floss. Wer diese Stelle wußte und sie treffen konnte, durfte gewiß sein, ihn zu töten, denn er war nicht unsterblich. Als die Helden auf die Insel zuruderten, stand er auf einer der äußeren Klippen mit seiner Wacht beschäftigt. Sobald er ihnen ansichtig wurde, bröckelte er Felsblöcke los und fing an, sie gegen das herannahende Schiff zu schleudern. Erschrocken ruderten die Argonauten rückwärts. Sie hätten, obwohl aufs Neue von Durst geplagt, das schöne Kreta auf der Seite gelassen, hätte sich nicht Medea erhoben und den Unerschrockenen zugeredet. »Höret mich, Männer, ich weiß, wie dieses Ungeheuer zu bändigen ist. Haltet das Schiff nur außerhalb der Steinwurfweite.« Dann hob sie die Falten ihres purpurnen Gewandes empor und bestieg die Schiffsgänge, über welche Jasons Hand sie hinleitete. Mit schauerlicher Zauberformel rief sie dreimal die lebensraubenden Moaren an, die schnellen Hunde der Unterwelt, die in der Luft hausend allenthalben nach dem Lebendigen jagen.
Hierauf verzauberte sie die Augenlider des ehernen Talos, dass sie sich schlössen und schwarze Traumbilder vor seine Seele traten. Er sank im Schlafe zusammen und stieß den fleischernen Knöchel an eine spitze Felsenkante, dass das Blut wie flüssiges Blei aus der Wunde quoll. Von dem Schmerz aufgeweckt, versuchte er es wieder, einen Augenblick lang sich aufzurichten, aber wie eine halb angehauene Fichte der erste Windstoß erschüttert und sie endlich krachend in die Tiefe stürzt, so taumelte er noch eine kurze Zeit auf seinen Füßen und stürzte dann, entseelt, mit ungeheurem Schall in die Meerestiefe. Jetzt konnten die Genossen ungefährdet landen und erholten sich auf dem gesegneten Eilande bis zum Morgen. Kaum über Kreta hinausgeschifft, erschreckte sie ein neues Abenteuer. Eine entsetzliche Nacht brach ein, die kein Strahl des Mondes, kein Stern erleuchtete, als wäre alle Finsternis aus dem Abgrunde losgelassen. So schwarz war die Luft. Sie wussten nicht, ob sie auf dem Meere oder in den Fluten des Tartaros schifften. Mit aufgehobenen Händen flehte Jason zu Phöbos Apollon, sie aus dem grässlichen Dunkel zu befreien. Angsttränen stürzten ihm von den Wangen, und er versprach dem Gotte die herrlichsten Weihgeschenke. Dieser vernahm sein Flehen. Er kam vom Olymp hernieder, sprang auf einen Meerfels, und den goldenen Bogen hoch in den Händen haltend, schoss er silberne Lichtpfeile über die Gegend hin. In dem plötzlichen Lichtglanze zeigte sich eine kleine Insel. Auf diese steuerten sie zu, und dort erwarteten sie die tröstliche Morgenröte. Als sie wieder im heitersten Sonnenlicht auf der hohen See dahinfuhren, da gedachte der Held Euphemos eines nächtlichen Traumes. Ihm hatte gedeucht, die Erdscholle des Triton, die er an der Brust liegen hatte, beginne sich zu beleben und aus seinem Busen zu rollen. Dann gestaltete sie sich zu einem Jungfrauenbilde, das sprach: »Ich bin die Tochter des Triton und der Lypia. Vertraue mich den Töchtern des Nereus an, dass ich im Meere wohne bei Ernafe. Dann werde ich wieder ans Sonnenlicht hervorkommen und deinen Enkeln bestimmt sein.« An diesen Traum erinnerte sich jetzt Euphemos, denn Anafe hatte die Insel geheißen, bei der sie den Morgen erwartet hatten. Jason, dem der Held im Traum erzählte, verstand seinen Sinn alsbald. Er riet dem Freunde, die Erdscholle, die er auf dem Herzen trug, in die See zu werfen. Dieser tat es, und siehe da! Vor den Augen der Schiffenden erwuchs aus dem Meeresgrunde eine blühende Insel mit fruchtbarem Rücken. Man nannte sie Kailiste, das heißt die Schönste, und Euphemos bevölkerte sie in der Folge mit seinen Kindern. Dies war das letzte Wunder, das die Helden erlebten. Bald darauf nahm sie die Insel Aegina auf. Von dort der Heimat zusteuernd, lief ohne weiteren Unfall das Schiff Argo mit seinen Helden glücklich in den Hafen von Iolkos ein. Jason weihte das Schiff auf der korinthischen Meerenge dem Poseidon, und als es längst in Staub zerfallen war, glänzte es, in den Himmel erhoben, am südlichen Firmament als ein leuchtendes Gestirn.